bleiben. Boah, steigst du schon so damit direkt ein, das ist ja knallhart. Wie würde ich mich als Trainertyp bezeichnen? Ich glaube, ich habe einen guten Draht zu den Spielern, weiß, was ich will, fordere das auch insbesondere von den Spielern und da gibt es auch einen Weg auch dann und den gehen wir dann gemeinsam mit den Spielern. Aber als Trainertyp jetzt eine richtige Beschreibung dafür zu finden, kann ich jetzt ehrlich gesagt keine geben. So. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich im Training dann auf eine Jubeltraube springe. Das passiert dann mal im Spiel. Wenn die Pferde mit mir durchgehen, gehört aber auch dann dazu. Aber ich denke, ich bin schon so eher der emotionalere Typ. Ja, mit Sicherheit. Ja, es sind Situationen, wo wir uns einfach vielleicht taktisch falsch verhalten oder wenn jemand nicht das aus sich rausholt, was er eigentlich in sich hat. Ja, wenn dann jemand meint, er muss dann einen ruhigen Stiefel schieben in Situationen, wo ich das gar nicht von ihm verlange, dann könnte ich schon mal austicken. Eine intensive Phase, muss ich sagen. Eine sehr intensive Phase, weil sie auch interessant für mich war und sehr lehrreich. Ja, und deswegen gibt es Stationen im Leben eines Fußballtrainers, die sind ganz entscheidend. Und ich glaube, das war auch eine ganz entscheidende für mich, weil ich da einiges mitgenommen habe. Also aktuell, muss ich sagen, bin ich schon beim Traumverein. Das kann ich ganz klar sagen, weil wenn man bei Borussia Dortmund arbeiten darf, dann ist das schon eine Hausnummer. Und da macht es mir auch unheimlich Spaß, das Training zu leiten. Ja, so ticke ich nicht insbesondere, muss ich sagen. Also ich bin eher jemand, der die Aufgaben so nimmt, wie sie kommen. Und da bin ich bisher ganz gut mitgefahren. Ich hätte niemals gedacht, dass ich 6 Jahre beim Deutschen Fußballbund arbeiten darf und mit den Top-Talenten Deutschlands trainieren darf, bis hin zur U21 oder U20 auch dann Spiele begleiten darf, die jetzt ihren Weg im Profifußball gefunden haben. Hätte damals noch nie gedacht, dass ich nach Rot-Weiß Essen gehe. Ja, das war eine Entscheidung, eine Bauchentscheidung, das einfach auch dann anzunehmen und auch eine mutige Entscheidung. Und dann ja, hat es mich nach Bochum geführt und jetzt bin ich bei Borussia Dortmund. Deswegen muss ich sagen, den Traum jetzt so zu leben, wo man ist, das ist das, was ich in der Realität immer tue, aber jetzt den Traumverein zu haben, kann ich nicht bestätigen. Ja, ist nicht ganz richtig. Ich habe also schon damals bei der TuS Koblenz in der U23 auch gearbeitet und war da auch nah am Profiteam. Von daher waren das auch Stationen, wo du mit älteren Spielern gearbeitet hast. Aber ich glaube schon, dass das über die letzten Jahre so ein Steckenpferd geworden ist und dass ich da einfach ein paar Erfolge nachweisen kann. Ja, ich glaube schon, dass man da einen anderen Draht nochmal zu den Jungs hat. Es ist einmal so, dass hier die Entwicklung im Vordergrund steht und nicht das blanke Ergebnis oder das pure Ergebnis nur. Im Profifußball gibt es nur das Ergebnis, einfach was zählt an jedem Wochenende und das ist knallhart. Und hier muss man schon ein Stück weit einfach die Fähigkeit besitzen, sich mit den Jungs auch dann auf einer guten Ebene unterhalten zu können. Und das glaube ich, das funktioniert aktuell ganz gut. Nicht immer gleich, das hängt einfach davon ab, wo ich meinen Schwerpunkt setze. Es kann sein, dass es einfach Dinge gibt, die ich bei uns im Spiel noch zu verbessern sehe. Dann legt man es auch ganz klar bei uns darauf aus, wie unsere Spielidee ist, wie wir unser Spiel durchdrücken wollen. Es gibt aber auch klar Gegner, wo man sich auf gewisse Spiele auch dann einstellen muss. Und deswegen ist es nie gleich, sondern es variiert letztendlich immer. Ich finde, mit einer Viererkette hast du offensiv deutlich mehr Möglichkeiten. Wir bauen meistens mit einer Dreierkette auf. Das ist so sehr variabel, muss ich sagen. Ich würde mich jetzt nicht festlegen, ob Dreier- oder Viererkette. Ich glaube, es ist eher, was für ein Spielerpotenzial hast du, wo sind die Stärken jedes Einzelnen und danach sollte man es ausrichten. Ja, ich glaube, es gibt eine. Es ist meistens so, dass die Spieler dann sich schon auf die Position stellen, weil sie wissen, okay, die kommt jetzt. Und das ist dann immer ganz gut. Dann hat man eine gute Rückmeldung, dass die auch rankommt. Aber dass ich jetzt so mehrere Favoriten hätte, würde ich nicht sagen. Es ist eher so, dass es da je nach taktischem Schwerpunkt ein paar geile Übungsformen gibt, die man immer wieder durchbringen kann. Welche wäre das? Zum Beispiel im Umschalten habe ich eine, die mir unheimlich viel Spaß macht. Da resultieren viele Tore draus, aber es ist auch ein guter Fokus aufs Verteidigen. Und deswegen ist es eine gute Übung, die unheimlich viel Spaß macht.